Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Ich bin heute Morgen in Debik gestartet und das ist eigentlich jetzt die dritte Etappe. Ne, erst bin ich von Jerewan losgefahren nach Gumli, von Gumli nach Debik und jetzt geht es von Debik nach Tiflis. Mein Google Maps sagt 112 Kilometer noch hier in dieser kleinen Stadt. Das ist ungefähr 25 Kilometer von Debik entfernt. Ich habe mein letztes Geld hier in Cognac investiert. Ich denke mir mal, das war eine gute Investition. Alkohol hilft ja in manchen Situationen vielleicht mal. Ja, also wie gesagt, 112 Kilometer, 2 Stunden und 3 bis Tiflis. Das glaube ich wiederum nicht. Ich rechne einfach mal mit der doppelten Zeit, weil ich habe ja auch noch die Grenze jetzt vor mir. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Grenzübergang gemacht, der der mit dem Auto, einen Grenzübergang gemacht. Bin gespannt, was sie von mir alles haben wollen. Das nächste ist ja auch noch, das ist auf Tigram zugelassen. Also ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Plus, ich muss auch eine Versicherung kaufen für das Auto in Georgien, weil das ist einfach vorgeschrieben. Und die georgische Polizei kann das online direkt hinter einem herfahren und abfragen, ob man diese Versicherung hat oder nicht. Und wenn man sie nicht hat, wird es richtig teuer. Für einen Monat kostet die Versicherung um die 40 Euro. Das heißt also, ja, das ist jetzt kein großes Problem. Ja. Und sicher ist sicher, es kann ja immer irgendwas passieren. Ja, also wie gesagt, ich bin guten Mutes. Jetzt geht es wieder auf die M6 zurück. Einmal eine Holperbrücke. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt halt der Tag verlaufen wird. Also, ich bin guten Mutes und freue mich schon, letztendlich das Land zu wechseln. Bin ja lange genug in Armenien gewesen, jetzt mit dem Auto, mit Wim, ja, in Stand zu setzen. Und ich bin froh, dass es endlich mal so richtig losgeht. Stehe ich an der armenischen Ausreise. Pass habe ich in der Hand, jetzt bin ich dran und ich bin mal gespannt, wie es funktioniert, was ich zeigen muss. Hallo.
Das ist mein Passport. Passport. Sorry. Passport. Passport? Jetzt mein Passport. Ach klar, Passport. Ah. Passport. Okay, da muss man erstmal hören. Übergang nach Georgien war einfach nur unkompliziert. Ich zeigte meinen Fahrzeugschein und meinen Passport und das war's schon. Er fragte nur, wie alt das Auto sei und wohin ich fahren würde. Als die Antwort Deutschland war, war er überrascht. Aber meinte, mit dem guten Lader komme ich locker dorthin und sagte dann, Welcome to Georgia. Hier habe ich meine Versicherung jetzt gekauft fürs Auto, 50 Lari, so 18, 19 Euro sind das umgerechnet für einen Monat. Es gibt 15 Tage, das ist das geringste. Ja, und so sieht es hier aus. Die Grenze liegt da ungefähr einen Kilometer zurück. Und jetzt gehe ich zum Auto oder ich gucke erstmal, hier gibt es auch noch SIM-Karten fürs Telefon. Das wäre natürlich auch praktisch, eine SIM-Karte noch zu haben, weil dann hätte ich Google Maps bis nach Tiflis und ja, eine SIM-Karte werde ich sowieso kaufen. Daher schauen wir einfach mal, ob es hier eine gibt. Ist Pause angesagt. Ich bin hier einfach mal angehalten. Irgendwie sah das ja ganz schön aus, dieses Fleckchen. Und werde mir jetzt einen Kaffee machen. Hier wird das Wasser schon heiß gemacht. Es kocht auch gleich. Und dann gibt es einfach mal einen Kaffee. Und dann geht es weiter nach Tiflis. Ich muss noch eine Unterkunft suchen. Und sind auch noch so 60 Kilometer ungefähr, also passt alles. Ja, die Grenze, alles ideal. Die Straße war jetzt auch bisher super. Auch in Georgien ist die Straße supi, also bis jetzt. So kann es weitergehen.
Ja, ich bin angekommen in Tiflis von Armenien aus. Wim steht direkt vor dem Hostel. Ich hoffe, dass ich da parken kann. Da sind irgendwelche Schilder, muss man fragen. Oder mit Google Translate das übersetzen, ob ich da parken kann. Ja, es ist noch früh am Tag. So, ich glaube, es ist 2 Uhr mittags. Also hat genau, ich überlege, 4 Stunden habe ich gebraucht von Dibbet hierher. Und ich bin gespannt jetzt, wie es Hostel wird, ob ich da jetzt auch einchecken kann gleich. Ja, und gehe dann nochmal in die Stadt. Was erwartet dich in der Folge 7? Ich erkunde Tiflis mit den Sehenswürdigkeiten und fahre hoch zur Chronik von Georgien. Sei gespannt auf die Hauptstadt Georgiens. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du würdest einen Daumen hoch und, wenn noch nicht passiert, den Kanal abonnieren. Das würde mir weiterhelfen und gleichzeitig ein Feedback geben. Über einen Kommentar von dir würde ich mich natürlich auch freuen. Stay tuned und freue dich auf die nächste Folge.